Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute für, ja, wieder eine leckere Suppe und der Jahreszeit angepasst, Spargelsuppe. Gut, auch ein bisschen dem Problem angepasst. Ich sollte meiner Mutter Spargel mitbringen und der war unheimlich teuer. Und dann hatten sie aber Grünen im Angebot. Da habe ich gedacht, ach, dann bringe ich die Grünen mit. Ja, dann stand sie nachmittags bei mir vor der Tür und meinte so: Willst du den haben? Ich mag den nicht. Ja, natürlich wollte ich ihn haben. Der ganz wunderbare grüne Spargel. Ich muss sagen, ich habe ihn schon ein bisschen vorbereitet. Bei mir sind das jetzt noch etwas über 500 Gramm, aber da waren schon so, ich glaube, 300 Gramm Abfall auch, weil hier unten das Fiese habe ich halt schon weggeschnitten. Habe auch so ein bisschen weggeschält. Ich weiß, den Grünen muss man nicht schälen, aber ja, ich will es halt nicht, dass das. Es wird im Thermomix püriert. Aber dass dann noch irgendwie so Fasern sind. Ne? Ja, und natürlich, man muss es nicht mit Thermomix machen, wie immer. Aber dann müsste man halt das hinterher. Also ich möchte es eine richtig pürierte Suppe haben. Und da ist es natürlich einfach super schnell gemacht mit dem Thermomix. Ja, es beginnt jetzt allerdings mit einer Zwiebel. Und ich sage schon mal gleich, das Rezept ist aus der Rezeptseite. Und die wird für 3 Sekunden, ach, schon ja viel zu weit gedreht, auf Stufe 5 zerkleinert. Und das geht ja wie immer ganz schnell. Ja, also natürlich erstmal alles runterschieben. Das wird ja immer bis sonst wohin geschleudert. Hinzu kommt 15 Gramm Butter. Und die werden jetzt für 2,5 Minuten auf 120 Grad und auf Stufe 1 angedünstet. Und die Zeit nutze ich jetzt schon mal, dass hier die Spargelspitzen, also die Köpfe, die schneide ich ab. Denn die werden im Varoma gegart. Die sollen nämlich dann hinterher als schöne Einlage so fungieren. Und ja, da wollen wir nicht, dass die zerkocht werden. Dann nehme ich auch nur den normalen Varoma, also nicht diesen Einlegboden noch. So viel ist das ja gar nicht. Ja, und die Spargelstangen, die schneide ich mir auch einfach nochmal in Stücke. Dann hat es gleich der Thermomix auch leichter. Und wenn man das mit dem Putzen vorher schon gemacht hat, also mit dem Schälen und die fiesen Sachen wegschneiden, dann ist das auch wirklich in der Zeit erledigt, in den 2,5 Minuten, also super schnell. Hier sind jetzt also meine grünen Spargelstücke. Also wie gesagt, ich habe sie so weit klein geschnitten. Ich wiege es nochmal genau ein. Aber das variiert natürlich auch immer ein bisschen, weil man weiß ja immer nie, wie viel holzig ist, was man da so wegschnitzen muss. Ne? Deswegen, bei mir sind das jetzt 360 Gramm, also reine Spargelstücke. Und die werden nämlich jetzt für 3 Sekunden, also richtig kurz, auf Stufe 5,5 zerkleinert. Er muss ablaufen. Das wird natürlich auch noch mal alles nach unten geschoben. Und ich habe mir schon bereitgestellt 750 Milliliter warmes Wasser, also nicht kochend, aber warm. Und ich gebe hinzu einen Esslöffel Gemüsebrühe. Ja, da nach Belieben, wie ihr das gerne möchtet. Ich gebe da immer zu viel ran, aber ja, meine Unart. Der Deckel kommt jetzt drauf, aber ohne den Messbecher, sonst versteckt er sich immer. Denn es kommt nämlich jetzt der Varoma noch drauf. Also da lege ich mir die Spitzen noch so auseinander, damit die auch schon den Dampf abbekommen. Deckel drauf. Und das wird nämlich jetzt für 13 Minuten so, auf Varoma und Stufe 1, ja, wird das gegart. Und ja, das geht wirklich so, so schnell und einfach. Also, ich liebe ja Weizenspargelsuppe. Ja, würde meine Mutter auch sagen, warum hast du denn dann nicht Weizen mitgebracht? Ja, Mama, es gab ihn nicht. Und wenn dann nur für 15,90 €. Ja. Ja. Aber so den Grünen, den finde ich ja immer in der Verarbeitung einfacher. Weil bei den Weißen, auch wenn der schön aussieht, ist der oft so holzig. Aber naja. Das ist ja sowieso so eine Wissenschaft der Deutschen mit dem Spargel. Ich habe immer gedacht, alle würden Spargel gerne essen. Also der wäre auf der ganzen Welt bekannt. Aber jetzt habe ich erstmal gehört, nö,
Das ist wohl vor allen Dingen so eine Besonderheit der Deutschen. Ja, gut, gibt Schlimmeres. Ja, also in 13 Minuten geht es hier weiter. Die 13 Minuten sind rum. Ich nehme den Varoma nur runter, denn jetzt geht es hier noch um die Suppe. Und hier kommt rein 200 Gramm Sahne. Also die Suppe ist natürlich auch wieder super zu veganisieren. Da hätte man halt Margarine genommen zum Anbraten und da würde man jetzt Sojasahne oder Hafersahne nehmen. Also je nachdem, ob man das verträgt. Ich vertrage es ja leider nicht mit dem Soja. Aber ich liebe ja mittlerweile Hafermilch. Ne? Ja, dann 30 Gramm Speisestärke, also Stärkemehl, damit die Suppe auch ein bisschen andickt. Dann anders als im Originalrezept kommt bei mir ein gehäufter Teelöffel Pulbiba. Ich liebe einfach Pulbiba. Ne? Und Pfeffer und Salz, wobei Salz nicht mehr so viel da, also das ist jetzt Pfeffer, also von dem Salz nicht mehr so viel, weil ja schon Gemüsebrühe auch drin ist und da brauchst du jetzt nicht mehr so viel Salz. Und das darf nämlich jetzt nochmal für 3 Minuten auf 100 Grad und auf Stufe 1, also soll ja jetzt auch die Sahne nochmal richtig heiß werden. Und dann wird nämlich nur noch püriert und meine Spargelspitzen nehme ich schon mal hier raus. Die sind dann nur so als Garnitur dann eigentlich, also so als Einlage. Ja. Ist natürlich auch keine Riesenmenge. Das dürfte jetzt wirklich gegart sein. Und das wird jetzt nochmal für 30 Sekunden püriert. Und zwar fahre ich das langsam hoch bis auf Stufe 8. Aber ich decke mir es halt vorsichtshalber nochmal ab. Und beginne langsam. Das hat doch gut geklappt. Da ist sogar nichts rausgelaufen an den Seiten. Und da kann man sehen, dass das richtig schön püriert ist. Also das, da sind keine Brocken mehr drin. Also da ist der Thermomix ja wirklich einfach unschlagbar drin. Also unschlagbar? Nein. Es gibt bestimmt ganz viele tolle Geräte, die das vielleicht auch können. Aber für mich ist das genau das Richtige. Also es kommen da wirklich nur ein paar Spargelköpfe noch hinzu, also obendrauf und das macht schon was her. Und nun noch die Geschmacksprobe, denn darauf kommt es ja vor allen Dingen drauf an. Die ist natürlich noch super heiß. Mmh, wie super. Und so sämig, aber wirklich noch gut suppig, weil ich mag es ja nicht, wenn Suppe zu dick ist. Oh, die ist richtig toll. Das ist natürlich keine Suppe, wo ich jetzt hinterher sage, boah, bin ich satt. Das ist eher zu einem Gericht. Hm. Gut als Vorspeise zu essen. Und die Köpfe, die haben noch richtig Biss. Ja. Ganz toll. Also, für jeden, der fälschlicherweise grünen Spargel mitgebracht hat, obwohl er weißen bringen sollte, ist das wirklich eine ganz perfekte Verwertung. Also, ja. Ich bin glücklich und zufrieden mit der Suppe. Absolute Empfehlung von mir. Wirklich ganz, ganz lecker. Und gerade jetzt, wo es immer noch so kalt ist, irgendwie wird es dieses Jahr nicht warm werden. Und dann noch Spargel, passt natürlich auch super in die Zeit. Ja, also, absolute Empfehlung. Ich verlinke das Rezept unten. Ist aus der Rezeptwelt und aber wie gesagt, man hätte es natürlich auch kochen können und püriert das einfach mit dem Pürierstab. Wäre auch gegangen. Aber ich weiß nicht, ob es dann den Spargel so zerfetzt hätte. Ne? Ja, aber das werdet ihr besser wissen, wenn ihr so ein Gerät habt. Also, ich lasse hier
noch zwei Löffel esse ich jetzt, weil ich nehme die nämlich jetzt gleich mit zu meinen Eltern, weil meine Mutter macht ja den weißen Spargel heute und dann gibt es als Vorsuppe die Spargelsuppe. Also Spargel-Overload heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!